Ein Vogel, eine Minute. Mein Name ist Kalle von Ornithologie für Anfänger und ich beobachte Vögel seitdem ich ein kleiner Junge bin. Heute möchte ich Ihnen deshalb die Mehlschwalbe genauer vorstellen. Viel Spaß! Die Mehlschwalbe ist ein 13,5 bis 15 cm großer Vogel, der in Deutschland von April bis September zu beobachten ist. Mehlschwalben sind auf der Unterseite weiß gefärbt, ihre Oberseite schimmert metallisch blau-schwarz. Neben dem markanten weißen Bürzel fällt auch der gegabelte, aber nicht so lange Schwanz auf. Das ist ein super Unterscheidungsmerkmal zur ähnlichen Rauchschwalbe, die über viel längere Schwanzspieße verfügt. Mehlschwalben ernähren sich hauptsächlich von Fluginsekten wie zum Beispiel Mücken oder auch Fliegen. Sie bewohnen menschliche Siedlungen, wo sie ihre viertelkugeligen Nester aus Lehm unter Dach- und Fassadenvorsprünge bauen. Da diese leider bei vielen nicht mehr gerne gesehen werden, kann man auch dort als Mensch nachhelfen und entsprechende Nisthilfen an. Der Hausfassade anbringen, um so Mehlschwalben einen möglichen Nistplatz zu bieten. Neben weniger Nistmöglichkeiten ist aber vor allem die Klimaveränderung und auch der damit einhergehende Insektenmangel dafür verantwortlich, dass die Bestände der Mehlschwalbe seit Jahren sinken. Das war es auch schon wieder vom Kurzporträt zur Mehlschwalbe. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und beim nächsten Mal erfahren Sie mehr über das Rotkehlchen. Bis dahin.